Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge S19 PS4 hier auf der Vorpommern Rügen. Ja, zweite Folge heute hier am Sonntag. Der Sonntagsarbeit noch und nöcher, könnte man fast sagen. Ganz so schlimm ist es nicht. Und momentan ist ein bisschen entspannt, würde ich so vom Gefühl her sagen. BGA läuft nicht, ne? Das war das nicht Entspannende. Der BGA ist schon was drin, aber so wie ich mir das dachte, Förderbänder hinstellen und Geld im Schlaf verdienen, nee, ist leider nicht. Wenn es selbst, weiß nicht, was passiert, wenn wir die Nacht schlafen, haben die Förderbänder dort stehen. Die Förderbänder werden ja nicht schneller arbeiten können. Da habe ich überhaupt noch keine Gedanken gemacht. Oder müssen wir dann vorspulen? Aber vorspulen dann auch bloß in der Zeit, so dass das Förderband nicht muss ja hinterherkommen. Nicht hinterherkommt, haben wir auch nichts gekonnt. Eigentlich wollten wir ja der BGA vollschütten und mal gucken, was durchgeht. Jetzt war sie voll und ich glaube 7 Uhr hatten wir sie vollgeschüttet, oder? Ja, das weiß ich ja. Verpasst war. War ich jetzt hier hinter? Ich kann ja vorne anfangen mit Düngen. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Unkraut er noch spritzen muss. Oder unten hat er ein bisschen was stehen lassen. Ja, da wird die Straße so nah rankommen. Könnten wir eigentlich gleich nacharbeiten. Ne, Straße nicht, doch die Straße ist. Aber ein Tank ist auch schon wieder leer. Hier kurz den Helfer rausnehmen. Nicht am Baum hängen bleiben, das war knapp. Ich denke mal, hier wo der Versatz ist, bis dahin hat es funktioniert und dann hätte die Reihe hier stehen lassen, obwohl man nichts sieht, aber ganz mal vorsichtshalber mit Spritzen für einen optimalen Ertrag. Gucken, nicht umschalten. Passt. Dann wird er nochmal hoch und nochmal runterfahren. Da ist er durch. Dann können wir natürlich schon mal den nochmal ausladen. Der ist länger leer. Das wäre schon irgendwie nicht schlecht, wenn das automatisch ginge. Weil wenn wir ab und zu in das Förderband reinspringen müssen. Ja, ging auch noch. Aber permanent hier unten den Trecker blockiert zu haben. Ja, auch noch ein Standgas-Diesel braucht. Doch hier ist doch, haben wir jetzt nicht so. Ja, das nimmt er alles ordentlich auf. Mit unserer Schaufel, was wir da gemacht haben, das war nicht so optimal. Dann müssen wir hier ausfahren. Mit. Reicht nicht. So reicht. Vorne läuft was rein, das passt. Hier wird es jetzt weniger.
Jetzt ist es voll. Jetzt geht es natürlich. Wand läuft weiter. Wer nimmt da nichts raus? Wenn wir drin sitzen bleiben, dann macht er ordentlich weiter. Hatte ich aber nicht vor. So, er muss noch mal runter, ne? Genau. Dann wollte ich eigentlich zu den hier. Ne, zu denen. Den schon mal einstellen hier. Wischt der alles? Jawohl. Den. Das passt. Ob wir unten Vorgewände machen müssen, das müssen wir uns dann angucken. Das werden wir sehen. Das werden wir auch nacharbeiten dann sozusagen. Dann brauchen wir aber eigentlich unseren Radlader am Hof. Jetzt dürfte eigentlich die Förderbänder laufen, zwar optisch, das aber geht nichts rein. Aber er haut auch nichts auf den Boden hier. Wenn ich einsteige in dem Moment, kenne ich leider nicht da hinten das Display, aber in dem Moment wird es wieder hochgehen. Genau, jetzt war es voll. Na, ich würde sagen, da müssen wir öfters herspringen, wahrscheinlich einsteigen. Passt auf. So, hier komme ich jetzt natürlich nicht lang, ne? Da müssen wir ja hinten rumfahren. Mein Gefühl lenkt mir den Knicklenker. Also schon ein Stück erntereif. Es waren auch zwei Wachstumsstufen hier unten, der Raps. So, Helfer A ist natürlich dann Spritze mit Pflanzenschutzmittel. So, die müssen wir natürlich wegholen, sonst bleibt hier irgendwann der Düngerstreuer dran hängen, ne? Liter sind noch drin. Mal vorsichtshalber Kontrolle. Gut aus. Tja, müssen wir trotzdem auffüllen mit 700 Litern. Weiß ich nicht, ob man da jetzt hier auffällt. Bei Anfang. Mistverkauf. Brauche ich was abgeben? Habe ich überhaupt nicht mitgebracht, was wollen wir da abgeben können? Kann doch nur Mist sein.
Ja, für 185, keine klar, für Mist. Recht. Aber ich gucke, das, was wir in der BGA kriegen, lohnt das. Wenn wir es in die BGA reinkriegen, das ist. Ein Schwein ist auch richtig dreckig. Wo bauen? Könnte man hier tanken? Oder Pflanzenschutzmittel? Ach, das war natürlich jetzt Blödsinn. Haben ja Flüssigdünger reingehauen. Jo. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Wenn wir mal Flüssigdünger brauchen, hier drüben steht jetzt ein Tank voll. Bei dem werden wir aber oben ein Vorgewände machen. Also hier bei den Raps hier oben auf dem Feld blank. Pflanzenschutzmittel ist besser. Flüssigdünger gelesen und trotzdem X gedrückt für Aufladen. Typischer Fall von Selbstschuld, ne? Könnte man da sagen. Ich weiß nicht, ob wir ein Vorgewände machen oder zwei. Natürlich zwei machen, dann wird es viel gerader. Wenn wir einen Helfer einstellen, dass er ja gerade rüber fährt, weil das kriegen wir ja auch nicht so exakt hin. Da haben wir jetzt erwischt. Ja, und dann fahren wir noch einmal rüber und dann schicken wir den hier runter und dann müsste eigentlich schon die Ecke gut sein.
So, hier wird er sich natürlich auch an der Straße stören, genau. Versucht schon langsamer zu machen. Machen wir mal hier den letzten Meter geradeaus. Und einmal wenden. Mal gucken, ob das geklappt hat. Bleibt nichts stehen, das passt soweit. Na gut, ich denke mal, den werden wir ja auch zweimal mindestens nachfüllen müssen. Also einmal nachfüllen kann ich mir nicht vorstellen, dass das reicht. Wenn man wüsste, wie viel in der BGA, wie lange die 50.000 anhalten, dann könnte man ja eigentlich immer zum Anfang eine Aufnahme und zum Ende eine Aufnahme, ne, zum Ende ist ja gleich wieder Anfang dann, dort kurz rein und dann halt voll laufen lassen immer. Ja gut, wenn es natürlich 20 Minuten braucht, um die 50.000 durchzumachen, dann könnte man am Anfang von jeder Folge rein. So, ja, kann ich mal rausnehmen. Hier noch so rüberfahren und unten ansetzen. Dann sollte er das eigentlich schaffen, wenn er das nächste Mal hier hochkommt. Dann müsste hier auch genug Platz sein zur Straße. An der Straße stört. Ja, das sieht doch ganz gut aus, was wir da gemacht haben. So, dann werden wir mal hingucken zur BGA. sind jetzt drin. Mein Hut, wenn die Förderbänder laufen, dann stört mich ja nicht. Kann ich mit. Bloß das Problem. Wenn wir jetzt einmal drin gesessen haben, jetzt wird es voll laufen, oder? Genau. Ja, es hört auf. Wenn wir hier jedes Mal warten sollen, bis 1000 durch sind, also er ja unten hat nicht nachproduziert. Aber das ist ja dann mehr oder weniger auch schlecht. Na gut, auch nichtsdestotrotz soll es das für heute von Sonntag gewesen sein. Ich wünsche allen natürlich noch einen schönen Sonntag. Morgen, Montag, 16 Uhr geht's weiter. Dann gucken wir mal, wie wir hier unsere Silage zu Gold machen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ne, zu Geld wollen wir sie ja machen. Ja, jetzt ist wieder voll. Nochmal vielen Dank fürs Einschalten. Dann vielleicht bis morgen. Bis dahin und tschüss.